wirst geboren, steigst hinab aus unendlichem Licht. Dein Herz voll Wissen und Kraft, keine Grenzen in Sicht. Du bist der Atem des Lebens, Herzschlag der Erde, Fleisch gewordene Liebe, Träger der Wärme. Deine Seele so viel weiter als jeder Ozean, tiefes Wissen in dir abgespeichert. Du bist Teil des großen Plans, Teil des Universums, seiner unendlichen Welten. Doch lernst in der Schule dann nur, wie man ruhig sitzt und sich meldet. Rational zu denken und zu differenzieren, den Blick von deinem Herz abzuwenden, dich zu verlieren. Und du merkst, deine Eltern haben Pläne für dich. Das Leben ist kein Wunschkonzert, am besten wehrst du dich nicht. Genau solche Dogmen lassen dich vergessen, wer du bist. Und ohne dass du's merkst, fesselt es dein Licht. Und so wächst in dir eine unglaubliche Not. Denn du lebst nicht mehr, du läufst nur noch auf Autopilot. Doch jetzt ist Zeit, sich zu erinnern, wieder zu erwachen und die Reise zu begleiten. Die Reise in dein Herz, also Folge der Fährte. So erblüht dein Paradies, eine goldene Erde. Denn jetzt ist Zeit, sich zu erinnern, wieder zu erwachen und die Reise zu begleiten. Die Reise in dein Herz, also Folge der Fährte. So erblüht dein Paradies, eine goldene Erde. In dir ist alles angelegt, du musst nur erwachen. Du kannst die Realität durch dein Bewusstsein erschaffen. Du bist mit allem verbunden, also niemals allein, mit Mutter Erde tief durch schöpferische Liebe vereint. Wenn du dich von deinen Ängsten befreist, den Lügen der Zeit, werden plötzlich wieder deine Flügel erscheinen und tragen dich über vermeintliche Blockaden hinweg, denn sie sind Chancen, um zu wachsen. Also starten wir jetzt, wenn du die Wahrheit erkennst, als Teil der klaren Essenz, die dein Geistlicht voll durchströmt mit ihrer warmen Präsenz. Kannst du dich befreien von allen dunklen Gedanken, durchbrichst selbst hunderte Schranken und siehst die Wunder in allem. Dann gibt's keinen Grund mehr zu fallen, denn du bist hier, um zu fliegen. Und du brauchst nicht mehr diesen Krisen erliegen. Und denkst du manchmal auch, du hältst es nicht aus, mach dir bewusst, dass genau dich diese Welt hier braucht. Doch jetzt ist Zeit, sich zu erinnern, wieder zu erwachen und die Reise zu begleiten. Die Reise in dein Herz, also Folge der Fährte. So erblüht dein Paradies, eine goldene Erde. Denn jetzt ist Zeit, sich zu erinnern, wieder zu erwachen und die Reise zu begleiten.